Und hier sind die heiligen Fragen. Ja, heute kurz und knapp erklärt, es geht um Shippings, die wir heimlich aus dem Hut ziehen werden und unsere Kommentare dazu geben. Ich möchte darauf hinmachen, bleibt respektvoll, kein Hate hier gegen irgendein Shipping, weil jeder hat seine eigenen Vorlieben. Ne? Immer nett bleiben. Jeder kann sagen, was er mag, aber nicht die Chips von anderen verurteilen. Das ist nicht nett, nein. Okay, machen wir mal. Zieh dein erstes Chip. Okay. Ich hab dich! Mich? Oh, Tatsache. Noch ein? Ich dachte, du ziehst den anderen. Achso, nee. Mit Otako! Also ich hätte prinzipiell nichts dagegen, kann man schon mal sagen. Haben wir jetzt festgestellt, dass sie eine Mörderbitch ist. Das sogar wie in einem anderen Video. Ja. Was gibt's denn da groß zu sagen, ne? Sie kann dich fliegen lassen. Ja. Ja. Ja, warum nicht? Ja, wie gesagt, ich würde nicht nein sagen, sie ist hübsch. Man kann wirklich nicht wirklich was gegen dieses Schiff sagen, ne? Mich und Otako. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass sie in Deku verknallt ist. Wobei, vielleicht tut sie ihn was, ne? Und steht eigentlich heimlich auf mich. Chiro! Mit. Momo! Ernsthaft? Ja, Standard-Chip. Sieht man das? Ich glaube nicht, dass man das. Kann man das lesen? Fokus eher! Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen so hieroglyphenartig entdecken. Naja. So steht Momo und Chiro. Ja, die werden halt geschippt und irgendwie passt es auch. Mhm. Wobei ich hier finde, Chiro, die hat deutlich mehr drauf. Und Momo lässt sich dann mehr so von ihr beschützen, irgendwie. Man weiß, wer der Kerl in der Beziehung ist. Also auf jeden Fall hat es Bestand. Die verstehen sich, gibt's nichts einzusetzen. Aoyama. Aha. Mit Mashiro. Wer war das nochmal? Der Tail Dude. Der Tail Dude. Steht da drauf. Also da haben wir Sparkle Glitzy Dingens mit Tail Dude. Das ist ein schräges Schiff. Beide blond. Einer davon ist zumindest schwul. Mashiro. Metrosexuell. Nee. Mashiro ist definitiv schwul. Aoyama. Er ist metrosexuell. Nee. Ja. Definitiv. Ja. Sind halt auch so. Leute, mit denen interagieren wir nicht wirklich, ne? Kann man eigentlich auch nichts. Wenn die sich mögen, sollen die machen, was die wollen. Hm. Ups. Da haben wir einmal. So, wieder mich. Mit, wer bist du? Die Unsichtbare. Todo. Naja, ich hätte eigentlich schon gerne eine Frau, die man sieht. Wobei ich könnte sie mit Paintball-Farbe so anspielen. Oder du ziehst dir so einen Ganzkörperanzug an. Ja, aber das bin ich irgendwie. So ein Jumpsuit. Ja, können die machen. Und dann das Gesicht einfach anmalen. Mhm. Und dann hätte ich was von ihr. Stimmt, da wird man auch mal sehen, wie die aussieht. Mhm. Das wäre eine Idee. Todo! Ist das in Wirklichkeit ein richtiger Riese? Oder sie ist Winzel? Das kann sein. Der tut sie die Hände immer so, läuft immer so gebückt. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich würde fast zu keiner Nein sagen, glaube ich. Leider. Du heiratest jeden. Ich heirate jeden. So, dann haben wir mich. Dich mit? Mit Chiro. Aha. Ich werde aber mit Chiro geschickt, nicht du. Ja, vielleicht geht sie dir fremd. Ja. Mir. Ja. Naja, wir gehen. Okay, das ist mein Geheimnis, das solltest du nicht erfahren, Alter. Naja, Nächstes! Ist gut, ist gut. Mina, Momo. Schon wieder ein lesbisches Pärchen. Irgendwie nein, ne? Also, jetzt meine persönliche Meinung. Das ist komisch. Mina. Momo. Die haben beide vier Buchstaben und fangen mit M an. Das geht gar nicht. Das passt. Nein, eigentlich nicht. Mimo. Für mich. Das heißt nicht Mimo, das heißt Mo. Nein, der Chip ist Mimo. Ach so. Oder Mona. Oder Mona. Aber direkt neuen Namen. Ja,
Dagegen kann man irgendwie auch nichts sagen. Also, außer dass es irgendwie nicht so passt. Persönliche Meinung. Dankeschön. Entschuldigung. Das hat gar nichts gemacht. So. Ach, bin ich dran? Ja, du bist dran. Wir haben Himiko. Aha. Mit Mashirou. Das war der Tell-Dude, ne? Ja, wieder bei Blond. Aber wieder ein blondes Chip. Ja, also das Einzige, was dagegen sprechen würde, würde ich sagen, dass Himiko versuchen würde, ihn zu töten. Nee, würde sie nicht, weil sie ist eine. Sie steht nur auf Leute, die bluten und abgenudelt aussehen. Ich glaube, Mashirou sieht nicht abgenudelt genug aus. Aber Deku. Ja, der schon. Also, ja, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Außer Fangirls. Die werden das nicht so toll finden. Schema die interessanten Namen, denen wir am meisten interagieren. Wer ist das? Was steht denn da? Ich habe ihn Felsenkopf genannt. Ah, Koji. Der Koji. Okay. Mit Mashirou. Schon wieder der. Okay, den nehmen wir mal raus. Das scheint ganz schön beliebt zu sein, nein, ey. Ja. Ja, Ja, aber wenn jemand so ein plüschiges Schwänzchen hat. Stimmt, ich streichle das ja auch schon. Was? Ja. Im Unterricht, wenn er einfach da steht, dann muss ich seinen Schwanz streicheln. Das hört sich sehr falsch an. Ich sehe es halt so. Okay, das wird mir zu beliebt. Dann komm jetzt mal raus. Jetzt bist du mit. Wir haben Katsuki. Oh, jetzt ist es interessant. Und Aoyama. Ich würde sagen, ein sehr ungleiches Pärchen. Ja, wir sind beide blond. Passen auch wieder. Ey, wie viele Blonde haben wir eigentlich in dieser Klasse? Klug. Okay, Himiko gehört nicht zur Klasse, aber sie ist auch blond. Ja, das fände ich irgendwie lustig. Es ist absurd. Die ergänzen sich bestimmt sehr gut. Katsuki ist der blonde Zottelkopf und Aoyama eher so die Diva. Dafür sorgt, dass er nicht immer so zottelig aussieht, dass er sich ein bisschen gewählter ausdrückt. Ja. Ich glaube, er hätte einen guten Einfluss auf ihn. Das kann sein. Und Contra Katsuki würde ihn wahrscheinlich in die Luft sprengen. So wie alle. So wie alle. Tanya. Der Typ, der aussieht wie Kakashi. Was soll das denn sein? Warte, Mezo. Ach, Mezo. Mezo. Ich kann nicht mal seinen Namen aussprechen. Ja. Spricht eigentlich auch nichts dagegen. Aber er sieht echt aus wie Kakashi. Ja, sag ich doch. Selbe Haarfarbe, aber diese Stacheldinge. Und die Maske, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Keine Ahnung. Ja, mit denen. Also mit Tanya schon, aber mit Mezo interagieren wir auch nicht wirklich viel. Ja, das ist bestimmt ein Kerl. Ja. Tanya auch. Sind beide ja, anständig. Siehst du? Passt ja. Perfekt. Ja, die können heiraten. Würde ich sagen. Todoroki? Mit. Mina. Das ist auch interessant. Also Mina steht auf ihm. Das weiß man ja. Die sagt, dass er hübsch ist und ja. Und wie die ihn anhimmelt, weiß man, dass sie auf ihn steht. Also von dem her gesehen spricht eigentlich nichts dagegen, aber ob er sich auf sie einlassen würde, weiß ich jetzt nicht. Sie müsste ihn fragen. Ich denke, der würde nicht Nein sagen. Also wenn sie ihn nach einem Date fragen würde. Ich glaube, der wüsste nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Der wäre überfordert. Ja. Geht dann in die Ecke zu Deku und heult mit. War das jetzt gemein? Oder er würde Deku um Rat fragen. Stimmt. Dann tun soll. Ja, so, Deku, ein Mädchen hat mich gefragt, ob ich mit dir ausgehe. Was soll ich tun? Deku hätte selbst keine Ahnung. Der kann selber nicht mitweinen. Die würden dann zusammen irgendwie zu Katschan rennen. Also Katschan. Mitchell hat Todoroki gefragt, ob sie mit ihm ausgeht. Was sollen wir tun? Der würde sie anschreien. Steh! Ja. Lasst mein Zimmer! Verpisst euch! Genau. So in etwa würde das aussehen. Okay. Ja, aber prinzipiell spricht nichts gegen das Schiff, weil man weiß schon mal von einer Person, dass sie den anderen mag. Wir haben wieder Toru. Das war der. Die Unsichtbare. Ah, die Unsichtbare. Und Tanya. Ja, passt perfekt zu einer. Scheiße, mir fällt nichts ein.
Weder Pro noch Contra. Na, sie ist unsichtbar, er ist der Klassensprecher. Ich meine, wer will denn nicht den Klassensprecher heiraten? Der, hallo, hallo, das ist ein super anständiger Typ, ey, der hat später bestimmt mal einen guten Job, Mann. Der Traum jeder Frau. Ja, aber keine Ahnung, ob er sie auch so geil findet. Und eine unsichtbare Freundin ist doch bestimmt auch der Oberhammer. Ist mal was ganz anderes. Stimmt. Oh Gott, ich hab grad so Kopfkino. Will ich das wissen? Nein. Gut. Vielleicht später, wenn die Kamera aus ist, willst du es wissen. Okay. Ja. Mina schon wieder. Mit dir. Okay. Was hältst du von Mina? Ihr habt ja so eine gewisse Vorgeschichte und ihr werdet auch geschippt. Und das nicht gerade wenig. Oh, sie ist pink. sie hat Hörner. Was hat sie? Sie hat Hörner. Ja. Du stellst dir doch auch immer die Hörner. Ja, Mann. Machst die voll nach. Ja. Das würde mir Angst machen. Also ich würde mir Pepperspray besorgen. Wir haben eine Verbindung zueinander, würde ich sagen. Ja, also prinzipiell, ich schipp's jetzt nicht unbedingt, du gehörst mir. Aber kann man mal machen. Wenn du mich betrügst, dann heirate ich Mina. Oh, wir können beide Mina heiraten. Nein. Doch, ich mag sie. Ich mag sie mehr. Wer bist du? Deku. Minetta. Wir sind beide klein. Möchte mit Mineta überhaupt irgendjemand geschippt werden? Nein. Also Mineta würde, glaube ich, alles und jeden heiraten. Außer Kerle. Glaubst du wirklich? Außer Deku würde sich vielleicht so Brustimplantate machen lassen. Dann würde Mineta vielleicht ja sagen. Ne? Stimmt, der fährt nur Weiber ab. Ja, kacke. Ich glaube, das Schipp läuft nicht so gerne. Außer wenn Deku sich anpasst. Dann könnte's. Ich glaube, der würde ihn nehmen. Glaubst du, Deku würde Mineta heiraten? Nee, ich meine, Mineta würde Deku ach nehmen. So, ja, dann, ach so, ja, dann ja, schon. Wenn Deku Genderband machen würde. Dann ja, vielleicht schon. Dann auf jeden Fall. Der nimmt doch alles, was Brüste hat. Ja, Contra für dieses Ship, es ist furchtbar. Für mich persönlich. Jetzt du. Ja, schon wieder Deku. Oh, Deku mit? Mit Aoyama. Oh, hast du diese eine Folge gesehen? Achtung, Spoiler, wenn noch nicht so weit ist, wo Aoyama Deku hinterher stalkt und ihn sogar in der Nacht beim Schlaf beobachtet. Das war so gruselig. Es gab sogar in dieser Folge so ein richtiger Boku no Pico Moment. Oh mein Gott. Ja, wo Deku irgendwie, der hat ihm was in den Mund gestopft, so ein Cheesecake Dingens oder so. Aber ich weiß es nicht mehr. Das war so ein gruseliger Moment und Dekus Face zu dem Zeitpunkt, das war himmlisch. Das war himmlisch. Ja, das habe ich fotografiert. Das ist schon die vierte Staffel, gell? Ja. Ja, im Manga ist auch schon. Ey, der beobachtet ihn einfach im Schlaf. Nachtzeit. Eigentlich ein ziemlicher Creep, ne? Ja. Ja, Aoyama ist ein super Creep. Aber ein shiny Creep. Ja. Das macht ihn wieder cool. Und er hat einen Bauchnabellaser. Stimmt, aber. Das war die Fancies. Aber Aoyama ist einfach nicht schwul. Also, deshalb hätte das Ship keine Chance. Wieso nicht? Hm. Steht ja auf jemanden. Aoyama? Ja. Keine Ahnung. Aber er steht nicht auf Deku. Aber er sieht gay aus. Ein bisschen jedenfalls. Oder metrosexuell. Wir haben uns auch geeinigt, dass Aoyama metrosexuell ist. Aoyama ist nicht schwul. Einfach okay. Aus Prinzip. Ist einfach aus Prinzip nicht schwul. Okay. Das Pair würde nicht funktionieren, weil man hat Dekus eindeutige Reaktion gesehen, dass ihm das nicht gefällt. Dann lass mal das lieber.